An alle Nachkommen, auch herzlich willkommen an euch. Aber ja, auf jeden Fall werde ich jetzt oft so gefragt, Mensch, und wenn es denn so einfach wäre und es sieht bei euch so einfach aus und wie kriege ich das denn auch hin, dass es so einfach ist? Und ich würde jetzt mal 3 Punkte geben oder 3 Punkte mit an die Hand geben, warum die meisten Menschen im Trading nicht erfolgreich werden. Und vielleicht schockt dich das jetzt, weil du ja eigentlich hier bist, weil du das lernen möchtest und dich dafür interessierst und eigentlich erfolgreich werden möchtest, aber es die meisten gar nicht hinbekommen tatsächlich. Also so knapp 95% scheitern im Trading. So. Aber das liegt nicht am Trading tatsächlich, sondern das liegt wie immer an einem selber. Und der erste Grund ist, dass man oft denkt, dass man gar nicht smart genug ist, beziehungsweise dass man oft denkt, dass man das gar nicht hinbekommt, das zu verstehen. Das ist A, erstmal so eine kleine Frauenkrankheit tatsächlich auch, muss ich ehrlich gestehen. So, also mir ging es am Anfang auch so und ich arbeite mit vielen Frauen zusammen, höre das oft so von Frauen. Aber auch bei Männern ist es so, dass man denkt, okay, das ist so ultra kompliziert und die kriegen das hin, aber ich weiß nicht, ob ich das verstehen kann. Und ich will dir mal eine Sache mit an die Hand geben. Und ich kenne wirklich mittlerweile einige Leute, die unglaublich erfolgreich sind in dem Bereich, was wir hier machen. Und das sind nicht die intelligentesten. So nicht, dass sie blöd sind, um Gottes Willen, aber das sind nicht die, wo man jetzt sagt, okay, das sind die intelligentesten Menschen, die ich je irgendwie getroffen habe. Mit denen kann man sich gefühlt gar nicht unterhalten. Die sind so hyperintelligent. Das ist es nicht. Sondern es sind einfach Leute, die Entscheidungen getroffen haben und es durchgezogen haben. So, ne, das heißt, wenn du jetzt gerade an dem Punkt stehst und überlegst, okay, eigentlich interessiert mich das ganze Thema, aber ich weiß nicht, ob ich das verstehe, dann kann ich dir den Wind aus den Segeln nehmen. Trading ist eine Fähigkeit, auch du wirst es verstehen, wenn du dranbleibst, zu 1000%. Das kann ich dir, das ist eine Sache, die ich dir versprechen kann, dass du es 1000% verstehen wirst, weil ich es auch verstanden habe. So, der zweite Punkt, warum die Leute im Trading scheitern, ist, weil sie zu faul sind. Ist auch wieder ein netter Grund, auch vielleicht ein bisschen hart gesagt, ja, aber ihr seht es ja daran, dass wir 24 Leute auf dem Call sind. Wenn ich beide Gruppen zusammenrechne, insgesamt sind knapp 100 Leute in beiden Gruppen. 24 sind jetzt hier abends auf dem Call und die Frage ist, was hat ein normaler Mensch auf einem Donnerstag um 20:08 Uhr Besseres zu tun? Eigentlich nichts. Kann eigentlich nichts Wichtiges sein, es sei denn, ich muss wirklich gerade arbeiten oder ich bin hochschwanger, so wie ich, und kriege gerade mein Baby oder so. Weißt du, was ich meine? Das ist ein Grund. Aber ansonsten, Leute sind einfach zu faul. Das sieht man daran, dass sie nicht auf die Calls kommen. Das sieht man daran, dass sie eine kostenlose Probewoche nicht wahrnehmen, nicht ernst nehmen und zu faul sind, an den Start zu kommen, zu faul sind, Fragen zu stellen, zu faul sind, den Ansprechpartner zu kontaktieren. Ja, ich sehe ja zum Beispiel auch, wie in den Gruppen kommuniziert wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die in den Gruppen drinne sind, mehr Interesse daran haben als die, die auf der Probewoche selber sind. Weißt du, was ich meine? So, dass quasi die schon Ahnung haben, sich in dem Bereich schon bewegen und so viele Fragen beantworten könnten, viel mehr das Gespräch am Laufen halten und helfen wollen als die Person selber. So, ne, weil man zu faul ist, sich Gedanken zu machen. So, das heißt, der zweite Punkt, warum man scheitert oder warum die meisten Leute scheitern, ist, weil sie zu faul sind. Und der dritte Punkt ist, wirklich auch ignorant zu sein, Chancen und Möglichkeiten zu erkennen. So, ne, weil wir wissen ja, deswegen sind wir hier, dass wir irgendwas in unserem Leben verändern wollen. So, und es gibt ein anderes Leben da draußen. So, die Frage ist nur, ob wir zu ignorant sind, diese Chance und Möglichkeit halt wirklich als eine Chance und Möglichkeit zu erkennen und etwas daraus zu machen. Und das ist der Grund, warum oder der dritte Grund, warum die meisten scheitern, weil sie vielleicht auch gar nicht anfangen. So, ne, weil Gehälter bleiben gleich, aber alles wird teurer. Ich weiß nicht, wer den Artikel vielleicht in der Tagesschau gesehen hat, den fand ich sehr interessant. War so Titel oder Schlagzeile war: 2,7 Millionen Frauen droht die Altersarmut. 2,7 Millionen Frauen droht die Altersarmut. So, jetzt sehe ich gerade Patrick. Patrick denkt sich jetzt wahrscheinlich: Okay, ich bin keine Frau, das habe ich jetzt gerade weggehört. Aber nur weil du keine Frau bist, so vielleicht hast du mal irgendwann eine Frau oder hast eine Mama, eine Schwester, eine Freundin, ein irgendwas. Ja, und 2,7 Millionen Frauen droht die Altersarmut. Und das ist unglaublich, das ist unglaublich viel. So, der nächste Bericht, wenn man da auf der Tagesschau einmal weiter swiped, ich lese das mal jetzt vor, steht: Um eine Rente von 1000 Euro netto zu bekommen, 1000 Euro netto, müssen Frauen und Männer aktuell 40 Jahre durchgehend 2.800 Euro brutto im Monat verdient. Durchgehend. Erste Frage: Wer verdient 2.800 Euro brutto durchgehend 40 Jahre?
Und wenn du jetzt sagst, ja, ich, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, dann kriegst du 1.000 Euro, viel Spaß damit. So 1.000 Euro ist jetzt, glaube ich, nichts, wo wir sagen, so, yeah, Urlaub, High Life, schöne Wohnung, nett essen gehen, dies, das. Mit 1.000 Euro kann man sich gepflegt den abwischen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Der zweite Text, der drauf stand, um einen Anspruch von 1.200 Euro Rente zu bekommen, wir haben auf 200 Euro erhöht, brauchen Arbeitnehmer einen Bruttomonatslohn von 3.400 Euro durchgehend, 40 Jahre. 3.400 brutto, 40 Jahre. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und auch da wieder, wenn jetzt jemand sagt, ja, 3, 4, ich bin, ne, schon dann höhere Grenze in meinem Verdienst, ja, viel Spaß mit 1.200 Euro netto Rente. Ja, und das ist dann die Zeit, die wir geschenkt bekommen, wo wir dann unser Leben leben dürfen, weil den Rest der Zeit haben wir gearbeitet für genau diese Rente. So, ne, und das ist das System. Und ich will jetzt hier nicht so Escape the Matrix oder dieses oder jenes oder Verschwörung oder irgendwas sagen, aber ich will mal so ein paar Fakten auf den Tisch legen, wo manche sich gar keine Gedanken drüber machen oder zu faul sind, sich Gedanken drüber zu machen oder zu ignorant sind, sich Gedanken drüber zu machen. Was aber unglaublich wichtig ist, darüber nachzudenken, weil das ist das, was jedem von uns blüht. So, das ist das, was jedem von uns blüht, wenn wir es nicht selber in die Hand nehmen und etwas verändern. So, du hast in den letzten Tagen mitbekommen, dass wir mit MVP Society eine Community sind, die sich gegenseitig supportet. So, ne? Ich habe ganz oft das Feedback bekommen, boah, ehrliche Worte, man wird ständig gefragt, kann ich was helfen, kann ich Fragen beantworten? Und das ist genau der Sinn der Sache, den wir hier wirklich geben wollen, ist eine Community, die anders denkt, eine Community, die Ziele hat und eine Community, die sich Wohlstand aufbauen möchte. So, weil das Ding ist, was jeder verstehen muss, und das hatte ich in dem Call Trading Psychologie schon besprochen, du hast ein Umfeld, ja, du hast schon eine Community. Die Frage ist, wie sieht die aus? Was ist das für eine Community? Ist es eine Community, die mit negativen Gedanken unterwegs ist und die broke ist? Und mit broke meine ich nicht arm. Ja, das darf man nicht verwechseln. Das heißt nicht, dass wir eine Community sind, die jetzt super reich alle sind und Millionen auf dem Konto haben und nur Leute aufnehmen, die auch Millionen auf dem Konto haben, sondern eine Community sind und sein wollen und weiter wachsen wollen in dem Bereich mit Menschen, die Wohlstand aufbauen wollen, die sich verändern wollen, die Ziele haben, die sich gegenseitig supporten, die füreinander am Start sind, weil das ist der Punkt, wo wir anfangen können, auch anderen Menschen zu helfen. Sondern das ist kein Instagram-Spruch oder so. Ich habe das auch auf dem Trading-Psychologie-Call gesagt. Wenn du den nicht mitbekommen hast, bitte schau dir genau diesen Call nochmal an, weil der ist wirklich unglaublich wertvoll gewesen, auch von Joanna, der Part, wo ich darüber gesprochen habe, dass wir bewusst keine Medien gucken, bewusst kein Fernsehen gucken, bewusst kein Radio gucken, nicht weil ich die Augen davor verschließe, was in der Welt los ist und nicht weil ich sage, das geht mich alles nichts an, sondern weil ich meinen Kopf davor schütze, vor negativen Sachen schütze, weil ich für mich Wohlstand aufbauen möchte, aber nicht, weil ich egoistisch bin und weil ich dann hier sitze und sage, ich bin so, wow, ich habe so viel Wohlstand, sondern weil wir dann gemeinsam helfen können, weil wir dann gemeinsam eine Community haben, die helfen kann. So, und das ist genau der Grund oder das ist das, wofür MVP Society steht, weil wenn wir uns mal so an den Average of Five erinnern, so du bist die, wie soll ich sagen, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. So die fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, macht das aus, was du am Ende bist. Und MVP Society ist eine Community, wo wir, ja, verändern wollen, ne, für andere da sein wollen. Ich sag immer so nett, ein Auffangbecken für die, die auch noch träumen, so, und für die, die wirklich noch hier oben, ne, wo noch so ein bisschen was arbeitet, so. Und genau, deswegen nimm das wirklich ernst. Und nur weil wir eine Community sind, die uns gegenseitig unterstützen und supporten, heißt es nicht, dass wir jeden mit über die Ziellinie tragen oder so tote Pferde über die Ziellinie tragen, sondern trotzdem ist es hier auch immer noch so, dass man Eigeninitiative ergreifen muss, dass man trotzdem am Start sein muss, dass man trotzdem dafür arbeiten muss, weil es wird einem nichts geschenkt. Ja, aber dass man zumindest das richtige Umfeld bekommt, um diese gewissen Sachen für sich zu verändern und das Ganze für sich aufzubauen. Und genau, in dem Rahmen will nicht ich, sondern ich möchte jetzt gleich mal jemanden vorstellen, der nach Berlin zum Event gefahren ist und sich trotzdem jetzt hier die Zeit nimmt. Ich sage, ey, lässt mich jetzt aber nicht hier hängen haben. Er sagt, nein, nein, auf gar keinen Fall. Das machen wir gemeinsam, weil ich kenne niemanden Besseren, der euch nochmal die letzten Impressionen geben kann und vor allem auch das zeigen kann, was wir machen, als ihn. Weil er ist die Person, ihr habt ihn jetzt schon zweimal auf einem Goldcall gesehen und er hat sich nie so richtig vorgestellt, aber ich will ihn jetzt mal vorstellen, weil er ist die Person, die mir geholfen hat,
das für mich aufzubauen, was ich heute habe. Sondern nicht, dass er den Weg für mich gegangen ist, aber er hat mir die Impression gegeben und er hat mir nämlich dieses Zuhause gegeben, wo ich anfangen konnte, gewisse Dinge für mich aufzubauen. Weil als ich hier gestartet bin, von da zu jetzt, kein Mensch würde mich erkennen. Sage ich euch, wie es ist. Von hier nicht, okay, hier auch nicht, aber es liegt daran, dass ich schwanger bin. Aber das ist glaube ich, das schneide ich dann im Recording weg. Schick nachher mal ein paar Bilder, nein, Spaß. Aber ne, keiner würde das jemals wiedererkennen, weil sich unglaublich viel geswitcht hat. Und das immer wieder durch seine Impressionen, so, das immer wieder dadurch, dass er das angeregt hat und vor allem, dass er MVP Society überhaupt gegründet hat. Weil ihr könnt euch vorstellen, er war der Erste. So, ne, er ist gestartet, er hatte eine Vision, er hat gesagt, okay, ich will eine Community aufbauen, ich möchte ein Zuhause schaffen, ich möchte Leute erfolgreich werden sehen, ich möchte, dass Leute Geld verdienen, etwas für sich verändern und hat MVP Society sozusagen gegründet. So, und ohne ihn wären wir alle nicht hier. Also ohne ihn wäre ich nicht hier, ihr wärt nicht hier, keiner wäre auf diesem Call. Und das muss man einfach mal verstehen. Und nicht nur, dass er jetzt mittlerweile eine Community, nee, mittlerweile eine Community von über 600 Leuten aufgebaut hat, mit unglaublich vielen Funded Tradern mittlerweile, die wirklich gutes Geld durch Trading und andere Einkommensströme verdienen. Nicht nur das, sondern dass er selber auch sechsstelliger Funded Trader ist. Und das ist etwas, was er nicht so gerne erwähnt, weil er da in dem Bereich auch humble ist, aber jemand auch selber ist, der vorangeht und einfach sechsstellig in dem Bereich gut unterwegs ist. Und genau, deswegen. Nimm das Ganze wirklich ernst, ja, mit der Plattform, mit der wir gemeinsam arbeiten. Diese Plattform gibt es seit über 10 Jahren, ja, also das ist etwas, was Hand und Fuß hat. Deswegen hör jetzt gut zu, nimm das Ganze wirklich ernst, weil wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass er sich jetzt wirklich die Zeit nimmt. Und deswegen, ich übergebe das Wort an dich, direkt vom Event. Let's Fats. Okay, let's go. Hört man mich? Passt das alles? Okay. Nice. Leute, ihr wisst es. Normalerweise, wir haben ein bisschen cleaneres Setup. Ja, jetzt sind wir gerade hier am Start, aber das ist ja das Gute daran, wir können das Ganze, ja, Nathalie holt gerade das Mikro raus. Ja, wir können das Ganze zum Glück von überall aus, ja, auf der Welt, aufbauen. Und ich freue mich, ich habe ja schon vorhin, sage ich mal, so ein bisschen angekündigt gehabt, dass wir uns doch mal ein zweites Mal heute sehen. Ihr wisst, alle guten Dinge sind zwei. Nein, vielleicht noch mal ein drittes Mal. Wer Bock hat, soll einfach mal durchklingeln. Nein. Nein, ich freue mich auf jeden Fall hier auf, ja, dir so ein paar Sachen an die Hand zu geben. Und zwar, das hat ja schon angeläutet gehabt, so der Call heißt so, was ist MVP Society? Was ist die Organisation? Warum wir das Ganze machen? Und ich will mal ganz kurz trotzdem noch mal ein paar Worte zu mir verlieren. Ja, ihr meint ja, ich habe mich jetzt nicht so richtig vorgestellt, aber bei mir ist es so, ich bin jetzt mittlerweile seit ja, 3,5 Jahren, also ich bin jetzt 30 Jahre alt, ja, wie gesagt, sieht zwar noch ein bisschen frischer und knackiger aus, aber ja, tatsächlich 30 Jahre alt und habe mich 2020 halt entschieden, halt wirklich diesen Weg zu gehen. Und das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob ihr es hier vielleicht so kennt, weil ich habe damals auch schon eine Selbstständigkeit gehabt, eine berufliche Tätigkeit gehabt. Und ich glaube, vielen Menschen geht es so, ich ging einer Tätigkeit nach, die mich weder erfüllte, noch mir, sage ich mal, finanziell so diesen Schmerz bezahlen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so dieses so, man macht irgendwas, wo man keinen Bock drauf hat und das Geld gleicht es trotzdem nicht aus, sondern irgendwie, das ist so ein Ding so und wo ich behaupten würde, es lohnt sich dafür, meine Freiheit einzutauschen, ja, meine kostbare Zeit einzutauschen, für etwas, das mir gar keinen Spaß macht, wo ich keine Lust drauf habe, wo ich immer wieder mit einem komischen Bauchgefühl reingehe. Und ich glaube, es geht vielen Leuten so. Es geht aktuell vielen Leuten so. Ich habe mal eine Studie gelesen, dass im Laufe der gesamten Lebenszeit jeder vierte bis fünfte Mensch depressiv ist oder an einer Depression leidet. Ja, mehr, mal weniger, also mal mehr, mal schlimmer. Und ein ausschlaggebender Grund dafür ist unsere, ja, unsere berufliche Tätigkeit. Ja, weil überleg dich mal, wie viel Zeit wir verbringen mit Arbeiten. Und wenn da du irgendwas hast, wo du, was dir keinen Spaß macht, wo du unglücklich bist, wo du mit einem negativen Bauchgefühl schon hingehst, ja, das ist halt das. Das hat einen Einfluss auf dein komplettes Leben, es hat einen Einfluss auf deine Beziehung, es hat einen Einfluss auf deine Familie, es hat einen Einfluss auf dein Wohlbefinden, auf deine Gesundheit, auf deine körperliche, mentale Gesundheit. Das ist wirklich krass. Natürlich, es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, dass alle Jobs blöd sind und niemand irgendwie normal arbeiten soll. Darum geht es nicht. Ich habe in den letzten Jahren Leute kennengelernt und kennenlernen dürfen, die in verschiedensten Berufen am Start sind, aus einer gewissen Leidenschaft, denen das Ganze Spaß macht, die voll drin aufgehen und sagen, ey, das ist eine Sache, die ich schon immer machen wollte. Aber natürlich gibt es auch extrem vielen Menschen oder gibt es extrem viele Menschen, die sich ein komplett anderes Leben vorgestellt haben und nach Möglichkeiten suchen, nach mehr irgendwie zu streben. Ja, es gibt die Leute. Ja, ich war genau die gleiche Person. Und natürlich kann man das Ganze alleine machen, aber ich finde, es ist viel geiler,
eine Community zu haben, wo verschiedenste Menschen am Start sind und alle, sage ich mal, in eine ähnliche Richtung gehen, wo man sich austauschen kann, wo man, ja, wie jetzt hier gerade, wir sind gerade in Berlin und hier haben wir gerade eine Veranstaltung. Ich glaube, hier sind gerade irgendwie 200, 250 Leute aus der Community am Start und wir haben gerade Teamtrainings, es wird eine kleine, so Mastermind-Sessions gemacht und so weiter und so fort und man lernt sich kennen, man connectet sich und es hilft einem einfach unheimlich, am Ball zu bleiben, wie Nathalie schon gesagt hat, ja, Communities hat jeder, ja, du hast deinen Freundeskreis, aber hast du einen Freundeskreis, der dir eher dabei, ja, sag ich mal, nicht Steine in den Weg legt, irgendwie einen anderen, aber der dich immer wieder in so die alten Muster reinbringt oder vielleicht einen Freundeskreis, so eine Community, die dich pushen will. Ja, und deswegen haben wir halt mittlerweile deutschlandweit einfach eine Community aufgebaut, wo halt Menschen auf einer tagtäglichen Basis gemeinsam arbeiten, gemeinsam an ihren Zielen arbeiten, gemeinsam an ihren Wünschen, Träumen arbeiten und sich halt auch dabei gegenseitig unterstützen. Natürlich, wie gesagt, machen wir das Ganze größtenteils digital. Ja, größtenteils digital, aber halt auch, wie gesagt, vor Ort. Wir hatten jetzt gerade eine Deutschland-Tour, wo ich glaube, in 20 verschiedensten Städten in einem Tagesrhythmus von alle 1, 2, 3 Tage Events stattfanden. Ja, gestern war beispielsweise ein Event in Hamburg, glaube ich, heute in Berlin, morgen in Leipzig. Also wenn irgendwer hier aus Leipzig kommt, auch gerne morgen oder beim Ansprechpartner mal melden. Da kann man auf jeden Fall dort am Start sein. Und wir haben mit MVP Society gesagt, wir wollen wirklich eine der größten Communities werden für Menschen, die irgendwie nach mehr irgendwie streben, ja, für sich was verändern wollen. Und natürlich ist der Bereich Finanzen einer der wichtigsten Punkte, weil, ja, klar könnten wir wie so eine kleine Selbsthilfegruppe sein und dann die ganze Zeit irgendwie nur ein bisschen reden, aber man muss ja irgendwie auch eine Lösung finden, ja, weil ansonsten wird es irgendwie nicht besser. Und deswegen braucht man auch hier an der Stelle ein gewisses Vehikel, ja, ein gewisses Vehikel wie ein Fahrzeug, was dich von A nach B bringt, braucht man auch hier ein Vehikel, was dich in deiner finanziellen und beruflichen Situation ebenfalls von A nach B bringt. Und hier haben wir mit einer Firma, wo wir gemeinsam starten, und zwar ist das die IAM Academy, wo du schon ein paar Sachen gesehen hast, aber ich dir einfach mal so wirklich mal nochmal so einen gesamten Eindruck mal geben will von der Plattform, wo du was findest und so weiter und so fort. Und ich will an der Stelle mal ganz kurz hier mal meinen Bildschirm auch nochmal teilen. Bam, bam, bam. Kurz mal überall einloggen. So, ich muss doch immer hier zwei Browser benutzen. Ich habe immer noch meine Google Chrome Safari Geschichten nicht klären können, tatsächlich. Aber ja, easy. Wo seid denn ihr hin? Achso, hier. So, zack. Das ist das nicht. Das ist das. So, und so müsst ihr euch vorstellen, die Plattform, mit der wir hier arbeiten, ist quasi eine Ausbildungsplattform für den ganzen Bereich rund ums Thema Trading. Ja, rund ums Thema Trading, wo du das Ganze halt wirklich lernst. Und aufgebaut ist das Ganze in verschiedenste Bestandteile. Als allererstes haben wir hier quasi, ich gehe mal hier rüber, das IAM Center, weil das Ding ist halt, ihr habt es schon festgestellt, so wenn du auf den ganzen Sessions bist und so weiter und so fort, hast du so viele verschiedene Grundbegriffe, die dir vielleicht noch gar nicht so wirklich irgendwas sagen, noch gar nicht wirklich was aussagen. Und dann geht es am Anfang erstmal, die ganzen Begrifflichkeiten zu lernen, zu verstehen, was das ist und so weiter. Und deswegen hast du hier eine komplette Akademie am Start, wo du alles wirklich lernst. Alles rund ums Thema Trading. Einführung, die ganzen Wörter, wann kaufe ich, wann verkaufe ich, Orderarten. Also wirklich ein Fundament, sage ich mal, aufbaust. Das ist der erste Schritt. Ja, und das ist wirklich wichtig, sogar einer der wichtigsten Schritte, weil genauso, wenn du ein Haus baust, willst du ein Haus bauen auf was? Auf einem Fundament. Ja, weil ohne Fundament, dann keine Ahnung, es kommt ein Sturm, irgendwas und Haus kippt um. Ja, nicht ganz so in der Theorie, in der Praxis, aber ihr wisst, was ich meine. Und genauso ist es halt auch hier auch. Das heißt, wir haben hier einmal das Fundament. Dann haben wir den zweiten Bereich und das ist halt eigentlich der Bereich, wo es danach halt auch wirklich reingeht. Und zwar der Bereich mit unseren sämtlichen Copy- und Paste-Apps. Ja, wir haben verschiedenste Möglichkeiten, Copy- und Paste zu nutzen. Ich habe ja euch heute schon mal auf der Session ein bisschen was erzählt, dass wir die Möglichkeit haben in verschiedensten Apps, aber auch hier beispielsweise auf GoSocial, ja, Trade-Ideen von Profis zu übernehmen. Ja, das heißt, wir haben hier verschiedenste Educator, die mit uns ja ihre Setups teilen, ja, die immer wieder reinschicken, wo die halt sagen, wo der Markt hingehen sollte und so weiter und so fort, ihre Analysen mit uns teilen. Und das Einzige, was wir halt machen müssen und das Einzige, was ja, wir im Prinzip halt auch machen, ist dann an der Stelle halt zu schauen, okay, was für Analysen haben die? Ich suche mal gerade hier, der hat hier ein paar Flyer gepostet.
Ja, was für Analysen sind hier am Start und wie kann ich die Analysen dementsprechend für mich übernehmen? Ja, dass du wirklich schon von Tag 1 eigentlich so in die Aktion reinkommst. Ja. Und der nächste Bereich, das ist eigentlich der Bereich, der für mich, sage ich mal, so mit am spannendsten ist und ich finde, wo du halt auch am meisten lernst, ist Go Live. Ja, weil Go Live kannst du dir vorstellen, ist eine Plattform. Jetzt müssen wir mal hier mal rüber. Oder? Gehen wir hier rüber. Ich glaube, ich mache erstmal hier mal ein. Zack. GoLive ist eine Plattform, ich weiß ja, einige von euch kennen wahrscheinlich Twitch. Twitch ist ja eine Streaming-Plattform, wo man die Möglichkeit hat, beispielsweise Profi-Gamern live zuschauen zu können, wie die spielen. So, und hier hast du halt nicht die Möglichkeit, Profi-Gamern zuzugucken, sondern du hast hier halt die Möglichkeit, auf einer tagtäglichen Basis Profi-Tradern live dabei zuzuschauen, wie die an diesen ganzen Märkten handeln. Ja, das Ganze hast du in verschiedensten Sprachen, ja, beispielsweise hier auch auf Deutsch. Ja, kannst du halt draufgehen, hast dann Timetables, ja, wann die jeweiligen Ausbilder, wann die einzelnen Educator online sind. Und du hast die Möglichkeit, auf ihre Sessions zu gehen, von den Leuten live zu lernen und von denen zu profitieren. Ja, und man merkt halt auch, dass hier wirklich eine Community ist, ja, eine internationale Community, also IAM Academy, die Plattform an sich hat jetzt in den letzten 10 Jahren, also das ist eine Plattform, die seit 10 Jahren am Markt ist, über 500.000 aktive Kundenpartner aufgebaut. Und das Krasse ist halt, dass du halt wirklich merkst, dass auch die Plattform so viel für die Community macht. Beispielsweise einer der englischen Educator, Evan Cabral, ja, ist jetzt in den, ich glaube, der ist seit gestern oder vorgestern hier. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, irgendwo USA oder Kanada wohnt der irgendwo, ist hergeflogen nach Deutschland, um jetzt auf diesen Events hier mit am Start zu sein. Ja, überlegt euch mal, wie verrückt das Ganze ist. Er ist extra hergeflogen, um hier mit am Start zu sein. Ja, und ja, einfach mit den Leuten hier aus unserer Community sein Wissen zu teilen, seinen Mehrwert zu teilen. Das ist derjenige, den ich immer selber extrem krass verfolge, der seit 8 Jahren am Goldmarkt tätig ist. Ja, und das Geile ist halt, was IAM halt auch macht, beispielsweise für jemanden, der sagt, ey, ich kann ja gar nicht so gut Englisch, hast du die Möglichkeit, auf German zu gehen, beispielsweise. Ja, und dann haben wir hier ja, nochmal einen Translator-Kanal. Und dort hast du die Möglichkeit, die Sessions übersetzt anzuschauen. Also da hast du auch die Live-Sessions und da ist extra eine Person, die die Session sich auf Englisch anguckt und live für dich in den deutschen, in die deutsche Sprache übersetzt. Ja, und wie verrückt ist das Ganze halt wirklich? Es ist halt wirklich für jeden was. Also wirklich für jeden, was das Ganze nutzen kann. Und ich will dir wirklich mal ganz kurz einen kleinen Plan an die Hand geben, wie du es wirklich schaffen kannst, damit halt wirklich dir was aufzubauen und auch relativ zügig anfangen kannst, von Tag 1 damit Geld zu verdienen. Weil natürlich, wie gesagt, das ist ja das oberste Ziel. Wir wollen damit Geld verdienen. Ja, und ich will dir mal einen ganz kurzen Plan, eine ganz kurze Übersicht an die Hand geben. Lass mich das nur noch mal kurz mal raussuchen, zuletzt benutzt. Wo haben wir denn das? Hier, das sieht doch gut aus. Okay, easy. Und zwar habe ich für euch mal wirklich das Ganze, ihr habt ja alles gerade gesehen, in 5 Schritte unterteilt. Sind es 5? Ja. 5 Schritte unterteilt, was machen wir zuerst? Wie gesagt, als allererstes, ein paar Sachen haben wir. Es geht darum, den Onboarding-Prozess zu haben. Ja, wir brauchen Wissen, wir brauchen Fähigkeiten und wir brauchen das richtige Mindset. Das ist der erste Schritt. Ja, die ganzen Grundbegriffe kennenzulernen. Wie berechne ich das Risiko? Wie setze ich den Trade? Und übt das Ganze erst einmal auf dem Demokonto. Ihr habt ja schon, die meisten von euch haben ja schon ein Demokonto eingerichtet. Am Anfang wollen wir das Ganze üben. Schritt Nummer 2 ist, wir wollen verstehen, wie nutze ich die Copy and Paste Apps, wie nutze ich Go Live, wie nutze ich Go Social, wie kann ich anfangen, damit Profite zu machen. Ja, und das Ziel ist es hier, das von Profis zu übernehmen, ja, und von ihrer Expertise zu profitieren, sage ich mal. Ja, um das Ganze halt wirklich mal nutzen zu können. Um dann halt ein kleines Eigenkapitalkonto aufzuladen, 50 bis 100 Euro, um einmal einen kleinen Cashflow aufzubauen. Das ist der erste Punkt. Und dann das andere Mal wirklich die Emotionen selber kennenzulernen beim Trading. Wisst ihr, was ich meine? Weil das ist, glaube ich, das Spannendste an der ganzen Sache. Punkt Nummer 3 oder Schritt Nummer 3 ist es, sich einen Cashflow aufzubauen, den erste Fremdkapital-Challenge beispielsweise zu starten und dann halt wirklich Trades von den Experten zu kopieren. Wichtig, unter Einhaltung vom richtigen Risikomanagement mit einer empfohlenen Kontogröße von 5 bis 25k. Ja, dritter Schritt. Schreibt mal kurz auch vielleicht mal eine 333 in den Chat rein, jeder, ob bis jetzt bis Schritt 3 gut hinterherkommen seid und vor allem, ob es sich für euch simpel und sinnvoll anhört, die Schritte nachzuvollziehen und das Ganze zu machen. Ganz kurz. Ja, okay. Kommen ein paar Dreien reingeflattert. Das sieht doch gut aus.
So, Schritt Nummer 4 ist es, wir wollen eine eigene Strategie erlernen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass du einen Zeitplan dir erstellst. Wann ist dein Educator? Wann ist der Trader einer aus unserer Community für dich online, wo du quasi mit ihm gemeinsam üben kannst, deine eigene Strategie erstmal lernst und so weiter und so fort. Ja? Und der fünfte Schritt ist, du fängst an, dann jetzt nicht wie beim Schritt 3, Geld zu verdienen durch andere Leute. Im Schritt Nummer 5 fängst du an, Geld zu verdienen durch dein eigenes Wissen, durch deine eigenen Fähigkeiten. Fängst du an, unabhängig am Markt an Geld zu verdienen und fokussierst dich darauf, dein Wissen immer wieder weiter zu erweitern, um damit dein Einkommen zu skalieren. Ja, simpel oder simpel? Ja, eigentlich simpel. Ja, meiner Meinung nach ist es halt wirklich ein No-Brainer für eine Person, die das Ganze wirklich checkt und das Ganze wirklich nachvollziehen kann. Natürlich gibt es auch dort immer noch Gründe für viele Menschen, die halt dann irgendwie nicht loslegen und nicht irgendwie ins Machen kommen. Und Nathalie hat ja schon ein paar Gründe gesagt. Bei mir ist immer ein Punkt, was ich immer sehe: Leute wollen immer Geld verdienen und die suchen aber immer nach dem Haken. Die denken immer, ja, aber ich muss jetzt bestimmt Geld bezahlen. Natürlich, alles kostet irgendwie Geld. Ja, du kannst heutzutage nicht mal, keine Ahnung, an der Tankstelle auf Klo gehen, so ohne dafür Geld bezahlen zu müssen. Oder du bist relativ gut und begabt, was Hochsprung angeht. Ja, ist dann natürlich ein bisschen scheiße, wenn dann dich komplett packst wegen 50 Cent. So, das war auf jeden Fall nicht, hat sich nicht gelohnt. Aber überleg mal, ich muss ja für alles Geld bezahlen. Natürlich kostet auch das Geld. Ja? Und die Frage ist halt, dass du erstmal für dich den Unterschied erkennst. Und das ist nämlich der größte Punkt, warum die meisten Menschen pleite sind. Es hört sich vielleicht hart an, aber das ist der größte Grund, warum die meisten Menschen pleite sind. Weil die meisten Menschen den Unterschied nicht kennen zwischen Geld ausgeben und Geld investieren. Die meisten Menschen kennen nicht den Grund zwischen, der Unterschied zwischen Geld ausgeben und Geld investieren. Eine Ausgabe ist es beispielsweise, keine Ahnung, wenn du am Wochenende ins Kino gehst, das ist eine Geldausgabe. Du holst dir irgendeinen Blödsinn, keine Ahnung, eine Apple Watch, ein iPhone, whatever, okay, weil ich glaube, wenn du tradest mit dem iPhone, ist schon sinnvoll. Aber egal, du hast verschiedenste Ausgaben, ja, keine Ahnung, eine Schachtel Kipp in der Tankstelle, ja, irgendwas, Ausgaben, das sind Ausgaben. Investments, was ist ein Investment? Ein Investment ist, wenn du Geld irgendwo reinsteckst, ja, mit der Erwartung, also nicht, dass direkt sich von heute auf morgen irgendwas vermehrt, wenn du beispielsweise Geld in Bitcoin investierst, ja, weißt du, hast du die Erwartung, dass aus dem Geld mehr Geld wird. Und genauso kannst du aber, bevor du anfängst, in verschiedenste Güter zu investieren, wo dein Geld mehr Geld wird, müssen wir anfangen, unser Wissen und unsere Fähigkeiten zu investieren, die aus unserem Geld mehr Geld machen. Ja, und das musst du wirklich verstehen. Und natürlich kostet die ganze Plattform auch Geld und ich will dir das Ganze auch an der Stelle mal zeigen. Ich musste mal gucken, wo, aber ich zeige dir das mal direkt hier. Bam. So, zack, zack, zack. Wo sind wir denn hier? Websites. Bam. Weiß es hier. So hast du halt die Möglichkeit, du hast halt verschiedenste Pakete. Du hast bei M natürlich halt auch Möglichkeiten, beispielsweise sowas zu lernen wie E-Commerce. Du hast den ganzen Social-Media-Bereich mit drinne. Ja, wir befinden uns natürlich hauptsächlich im Trading und hier hast du halt eine Membership. Das Geile ist halt hier, du hast jetzt keinen Kurs, wo du. Keine Ahnung, es gibt ja teilweise Trading-Kurse, wo du 5.000, 7.000, 10.000 Euro ausgibst und dann halt mehr oder weniger die Katze im Sack kaufst und gar nicht weißt, taugt das mir, macht mir das Ganze Spaß. Und hier hast du das Ganze auf einer monatlichen Basis, wo du im ersten Monat 249 Dollar hast und danach hast du monatlich Membership. Ja, das Ganze ist komplett flexibel. Es ist wie Spotify, wie Amazon Prime, wie Netflix. Du hast, wenn du keinen Bock mehr hast, kündigst du das Ganze. Wobei ich dir jetzt ehrlich sagen muss, ja, nach einem Monat solltest du halt eh nicht eine Entscheidung treffen, weil gib dir Wind wirklich. Wir haben ja heute schon darüber gesprochen gehabt. Ich habe schon gesagt, so eigentlich, du kannst nicht versagen, wenn du nicht aufhörst. Das musst du wirklich verstehen. Aber gib dir Minimum mal 3 Monate mit einem ernsthaften Commitment, um wirklich mal in dich halt wirklich mal ein Investment zu haben, finanziell und in dich auch mal Zeit zu investieren. Und klar kannst du sagen, ja, aber ich habe jetzt keine Zeit für mich und ich kann nicht. Die Frage ist, willst du dich selber zur Priorität machen? Ja, die meisten Leute, weil wir können nie Nein sagen zu irgendwem anderen, ja, aber wir können immer Nein sagen zu uns selber. Ja, weil wir es verlernt haben und es hört sich zwar hart an, aber wir haben es verlernt, uns zur Priorität zu machen. Wir haben es verlernt, unsere Ziele, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, all das, wonach wir uns eigentlich sehen, haben wir verlernt, zur Priorität zu machen. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und das ist finanziell und das ist zeitlich. Und wenn du es dir selber, du musst selber sagen, bin ich es mir selber wert, mir 1 Stunde bis 2 Stunden am Tag für mich rauszunehmen, an meinen Zielen zu arbeiten, um mir was aufzubauen? Bin ich mir selber wert, in mich selber
keine Ahnung, 250 Euro im Monat, was man sonst für, keine Ahnung, 52 Euro das sind, weiß ich nicht, jeden Tag eine Schachtel kippen oder jeden Tag so eine Vape oder was man da jetzt so, wo man dran rumzuppelt, so wisst ihr, ich meine, das ist jeden Tag ein so ein Ding, so, oder jeden Tag, keine Ahnung, zwei Red Bull in der Tankstelle. So, da, das ist es dir wert, ja, jeden Tag zwei, aber das Geld in die Hand zu nehmen für dich selber ist wieder so, boah, ich weiß nicht. Und deswegen musst du selber die Frage, was bist du dir selber wert? Ja, was ist dir wert, wirklich an deinen Sachen, die du dir vorgenommen hast, was wirklich zu verändern? Und wenn du sagst, okay, Mann, ich bin ready, ich habe Bock für mich wirklich was Ernsthaftes zu changen, ich habe Bock darauf, eine geile Community zu haben, ich habe Bock darauf, mit Leuten gemeinsam zu arbeiten, die ebenfalls in die gleiche Richtung gehen wie ich selber. Ich finde es cool, dass ich hier jemanden so Unterstützung habe, der mich an die Hand nimmt, tagtäglich. Und ich sag's euch, unsere Leute sind tagtäglich da. So, wenn ich bei Joanna beispielsweise, ich bin in ein paar Gruppen, wo Joanna mit am Start ist, seit 8 Uhr morgens ist die mit Leuten am Telefonieren. Ich sehe gerade, Nancy lacht. So, seit 8 Uhr morgens. Aber ja, warum macht man das? Weil es eine Passion geworden ist. Ja, weil es eine Passion geworden ist, Leuten zu helfen, Menschen zu elevaten und gemeinsam voranzukommen. Wie gesagt, wenn du sagst, okay, Mann, ey, du hast Bock drauf, du findest das Ganze cool, wenn du sagst, du bist es dir selber wert, ja, dich selber mal zur Priorität zu machen, dann melde dich bei deinem Ansprechpartner und ja, mach vielleicht mal einen Call aus mit einem unserer Führungskräfte, wo man vielleicht nochmal auf deine Situation eingeht, für dich nochmal, sage ich mal, den Plan, den ich euch grob gesagt habe, ja, dass wir jetzt nicht so einen Anzug nehmen von so von der Stange, sondern den Plan für dich mal maßschneiden lässt. Ja, gucken, wo sind die Schultern? Ja, wer hat breite Schultern? Wer ist ein bisschen schmaler unterwegs? Wer ist ein bisschen taillenbetont? Ist ja wirklich mal aus dem Konzept, was wir haben, für dich ein richtigen maßgeschneidertes Ding draus machen und du dann halt so mit so breiter Brust dann rausgehen kannst. Nee, in dem Sinne, mir hat's Bock gemacht, mir hat Spaß gemacht. Ich wünsche allen noch einen extrem, extrem geilen Abend. Wir hören uns. Peace, peace.